Hauptrennen halt reparieren zu lassen. Und vielleicht ist er auf der Innenspur halt langsam gefahren und es gab vielleicht keine Flaggenzeichen oder dergleichen. Und der Steve hat vielleicht den Alexander nicht gesehen. Man hat jetzt nur gesehen, dass die zwei BMWs halt knapp nebeneinander waren. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eine Kollision gegeben hat. Aber vielleicht war es auch was anderes. Vielleicht ist der Steve Sofa über einen Curb gefahren und hat sich dabei halt die Beschädigung geholt am Auto. Also wir haben inzwischen die Bestätigung per Funk erhalten aus der Boxengasse, dass der Alexander Burgstaller langsam in die Box fahren wollte und dabei den Steve Soper übersehen hat. Also das ist natürlich ganz, ganz bitter für BMW. Und die Information, die Johnny Cecotto betrifft, er hat sich einen Plattfuß eingefangen, musste deshalb zum Boxenstopp reinkommen, ist offensichtlich über einen Curb gefahren. Und wir sehen jetzt den Johnny Cecotto direkt vor Armin Hane. Cecotto wird überrundet. Hane versucht, sie zu vorbeizubremsen, aber der Johnny Cecotto macht im Augenblick überhaupt keine Anstalten, den Führenden diesen Sprints, nämlich